Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, Sie sehen das quasi schon als Art Bürgerpflicht, Ihre Kandidatur. Womit haben Sie denn Probleme? Wie verfahren ist die Situation? Wie verfahren ist die österreichische Politik? Ich glaube, die Situation ist sehr verfahren. Ich glaube, die Leute haben einen totalen Vertrauensverlust in die politischen Akteure. Wir sind in Zeiten von massiven Krisen und massive Krisen fordern auch, dass die politischen Entscheidungsträger Entscheidungen treffen für die Bevölkerung, was für die Bevölkerung in dem Moment am besten ist, weil keiner ist in gewissen Fachbereichen wirklich derart ein Experte, um damit wirklich was Vernünftiges zur Diskussion beitragen zu können. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gilt, Entscheidungen zu treffen. Dafür haben wir Politiker gewählt, die diese Entscheidung für die Bevölkerung treffen. Sonst könnte man über jede Entscheidung im Volk einfach eine Volksabstimmung machen. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Und diesen Vertrauensbonus, den man braucht in der Bevölkerung, dass die Leute den Politikern vertrauen, dass sie was Gescheites machen, ja, das haben die handelnden Akteure in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Leute kein Vertrauen haben können. Ja, man hat es erst gestern wieder gesehen, die Verordnung des Gesundheitsministers, die anscheinend nicht mal selber gelesen hat. Ich meine, wie soll man solchen Leuten vertrauen? Das ist natürlich, gibt ein verheerendes Bild ab. Und ich glaube, die Situation ist sehr, sehr verfahren. Und jetzt komme ich wieder auf die Eingangsfrage zurück. Ja, vielleicht genau deswegen bin ich motiviert, irgendwas zu machen, weil ich der Meinung bin, so kann es eigentlich nicht weitergehen.